In diesem Video geht's nach Istrien. Wir wollten uns ursprünglich eigentlich verschiedene Städte anschauen, also so wie Poreč oder Rovinj zum Beispiel. Das Ganze ist wegen dem Wetter leider nichts geworden und so haben wir jetzt kurzfristig den Plan dann doch ändern müssen. Das Wetter können wir uns ganz kurz einmal anschauen, hier am Tablet. Hier sieht man die Bodendruckkarte vom Anfang von dieser Woche. Was man da sehen kann, ist, dass über ganz Europa jede Menge Störungen hier sind und auch das Wolkenbild relativ dicht ist. Hier ungefähr ist die Adria und da ist unser Standort und da kann man auch sehen, dass hier sozusagen diese blaue Linie hier ein Kaltluftvorstoß ist, also was halt hier auch in die Adria was hineinbringt. Und nachdem ja die Zugrichtung von Westen nach Osten ist, werden also diese Sachen dann auch schön langsam zu uns herziehen. Was man auch erkennen kann, sind diese drei Höhentiefs, die dem Ganzen relativ viel Energie geben und das Ganze so hartnäckig machen. Das kann man sich auch hier auf der Höhenkarte, das ist die Höhenkarte vom GFS-Modell, und zwar auf 500 Hektopascal, also das ist ungefähr in der Mitte der Atmosphäre. Und hier kann man also sehen, diese beiden grünen Felder hier, die eben sozusagen diese Höhentiefs markieren und die hier eben einen Luftmassentransport ins Mittelmeer bringen und das Ganze eben so hartnäckig machen. Ja, das macht aber nichts. Wir haben ein gut ausgerüstetes Boot und sind selber auch gut ausgerüstet. Und man sagt ja, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur eine schlechte Ausrüstung. Also sind wir aufgebrochen und haben trotzdem ein paar super Tage erlebt. Stress haben wir nördlich umrundet und haben nach ca. 30 Meilen in der Bucht Voščice geankert.
nächsten Morgen war es leicht bedeckt und etwas windig. Wir sind zeitig aufgebrochen, um nach Pula zu kommen. Traditionellerweise gab es ein kräftiges Frühstück mit Speck und Zwiebel. Danach haben wir das sehr bekannte Leuchtfeuer Rit Bora passiert, das das südliche Ende von Istrien markiert. Der Leuchtturm wurde im Jahr 1833 erbaut. Man sagt, dass sich in den Ablagerungen rundum eine Menge Funde aus römischer Zeit befinden. Das südliche Kap von Istrien ist eine bekannte Wetterscheide und so ist auch an diesem Tag Wind aufgekommen und wir konnten Segel setzen. Pula war der Hauptkriegshafen der österreichischen Marine in Zeiten der Monarchie. Letztendlich sind wir in Pula angekommen. Wir haben das Boot noch aufgetankt und haben danach in der Marina angelegt, um einen Ausflug in die Stadt zu machen. Das Amphitheater von Pula ist das sechstgrößte und eines der am besterhaltensten. Die Baugeschichte ist nicht ganz klar, aber der endgültige heute noch bestehende Bau wurde von Caesar Vespasianus Augustus in Auftrag gegeben. Derselbe, der auch das Kolosseum in Rom beauftragt hat. Er selbst hat die Fertigstellung 81 nach Christus aber nicht mehr erlebt. Die Einweihung fand durch seinen Sohn und Nachfolger Titus statt. Gezeigt wurden Gladiatorenkämpfe und Tierhetzen,
wie es in der römischen Antike üblich war. Die Arena fasste bis zu 26.000 Zuschauer. Der heutige Tag war windig, aber sonnig. Und so machten wir uns bereit auszulaufen und wieder nach Süden, vorbei am Ritbora, auf die Ostseite von Istrien zu segeln. Es war ein wunderbarer Segeltag. Super Segeltag haben wir Istrien vorbei am Ritbora und am Plitsch Albanes wieder umrundet. Das Wetter betreffend war es der schönste Tag unserer Segelwoche. Ab morgen sollte es dann wieder schlechter und regnerisch werden. Über dem westlichen Mittelmeer lag eine große Tiefdruckzelle, wovon uns die Warmfront bald erreichen sollte. Letztendlich haben wir in der schönen Bucht Kavran im Südosten von Istrien als einziges Boot geankert. Die Bucht ist unbewohnt und bietet einen guten Schutz gegen nördliche Winde. Sie ist im Sommer bestimmt gut besucht und da es im hinteren Ende ziemlich schmal ist, wird man ohne Landleine vermutlich nicht auskommen. Zum Baden ist das Wasser mit 13 Grad noch deutlich zu kalt, aber die Außentemperatur ladet ohnehin nicht zum Baden ein. Zum Abendessen haben wir uns geröstetes Wurzelgemüse mit Lachs, gegrilltem Speck und Joghurt gemacht. Das Gemüse schälen, Speckstreifen herunterschneiden, Gemüse in Streifen schneiden, Zwiebel rösten und ohne Bier kann man natürlich nicht kochen. Knoblauch rösten, Gemüsestreifen dazu, den Lachs schneiden. Ja, wie das so ist bei Ein-Mann-Videoproduktionen, passieren manchmal halt Pannen. Fertig geworden ist es trotzdem und geschmeckt hat es auch gut. Am nächsten Morgen war es wieder ziemlich kühl. Zum Glück funktioniert die Webasto wieder. Also Wetterbericht hören und Kaffee kochen. Ja,
Južni Jadran, vjetar jugoistočni-istočni 5 do 15. Tijekom dana jugoistočni postupno u jačanju na 15 do 30. U noći na otvorenom moru do 35 čvorova. More 2 do 3. Jačat će na 3 do 4. Na večer na otvorenom 4 do 5. Vidljivost 10 do 20 km. Na oblačenje, ponegdje kiše i pljuskovi, osobito u noći. Da gibt's mal einen Zwischenbericht. Wir sind schon ein paar Tage unterwegs jetzt und eigentlich wollten wir ursprünglich nach Rovinj fahren, aber das Wetter spielt nicht ganz mit. Das heißt, wir haben da irgendwie ein bisschen ein Pech, weil man ein Tiefdruckgebiet nach dem anderen durchs Mittelmeer durchzieht und ja, im Moment ist ein riesiges Tiefdruckgebiet, was sich am westlichen Mittelmeer, also bei den Balearen, bildet und stärker wird und dann ins Tyrrhenische Meer zieht und ja, eine Front auch dabei ist, die jetzt, also heute Abend oder heute Nacht oder beziehungsweise in der zweiten Nachthälfte irgendwie drüber ziehen wird und mit Regen und Gewitter und so weiter. Ja. Also haben wir den Plan geändert und waren nur in Pula und fahren jetzt wieder in die andere Richtung, damit wir sozusagen in dieser Nacht einen guten Hafen haben. Ja, und Vorteil hat das Ganze natürlich auch, wir sind die ganze Strecke gesegelt, also bisher haben wir eigentlich fast ausschließlich Segelmeilen, ich weiß jetzt nicht genau wie viel, aber die Hinstrecke, glaube ich, waren 80 Meilen und jetzt haben wir die Hälfte wieder zurückgefahren und haben alles gesegelt, das ist halt der Vorteil, es wechselt sich Bora und Jugo ab und dadurch können wir also auch schön segeln, weil sonst wäre es eine ziemlich langweilige Motorpartie, weil von Malinska nach also auf die Westseite von Istrien ist halt doch ziemlich weit. Ja, und da sind wir jetzt in einer schönen Bucht. Schön ruhig ist es da. Das ist sehr schön in dieser Jahreszeit. Kaum oder gar keine anderen Boote. Also wir sind da völlig alleine. Ja, und dann werden wir es, glaube ich, jetzt angehen und uns einmal gescheit anziehen und dann weiterfahren. So, ich würde sagen, fahren wir. Ja. Passt. Ja, da sind wir jetzt unterwegs. Wie man sehen kann, ist das Wetter wirklich nicht besonders berauschend. Ja, alles grau in grau. Man sieht, hinter mir ist schon ziemlich bewölkt. Also es ist eigentlich über Nacht schon zugezogen. Es ist, sind schon die Vorboten von der Front, die eben kommen wird und eben in der Nacht dann, beziehungsweise morgen, zweite Nachthälfte und morgen Vormittag da eben. Ja, ein bisschen ungemütlich wird und Regen und so weiter, ja. Außen. Das ist also Istrien und also jede Menge Badeorte, die da liegen. Sehr viel Tourismus im Sommer heute. Halt, ja. Jetzt im Moment ist es noch sehr angenehm. Heißt also, es sind eigentlich kaum oder relativ wenig Segler unterwegs. Und das hat natürlich einen großen Vorteil, nämlich dass man in jeder Bucht überall sofort eben einen Platz findet. Und da genau vor uns liegt also ein Verkehrstrennungsgebiet und darum muss ich da sozusagen auf die Steuerbordseite hinüber und also Richtung Insel Zres, damit wir da nicht kreuz und quer durchfahren. Ja, auf dieser Seite da herüben, ja, auch grau in grau, das ist also alles die Insel Zres. Die größte Insel Kroatiens und da im Süden ganz unten der Hügel, den was man da sieht, das ist also Lošinj. Zres ist da an einer Engstelle verbunden, beziehungsweise ein kleiner Kanal ist da dazwischen mit einer Drehbrücke, wo man durchfahren könnte eben. Ja? Und südlich davon liegt dann eben die Insel Lošinj.
Ja, mittlerweile haben wir das nördliche Ende von Zres umrundet. Das kann man hier hinter mir sehen. Das ist die Insel Zres. Und hier kann man die Durchfahrt sehen und eine schmale Passage. Da hat man hier, das da ist die Insel Plavnik, die ihr schon von anderen Videos kennt. Und dann auf der anderen Seite, so gleich daneben, ist die Insel Krk. Und genau da vor uns liegt auch schon unser Heimathafen Malinska. Kann man im Video vermutlich nicht sehen, ist aber genau vor uns. Mal schauen, was das Wetter bringt die nächsten Tage. Im Moment ist es wirklich ziemlich kalt, das heißt, so schlimm ist es auch nicht, schon zum Aushalten, hat so um die 10 Grad. Aber für die Jahreszeit ist es doch eher frisch eigentlich. Also den April habe ich schon wesentlich wärmer erlebt. Ja, werden wir sehen, was dann Freitagnachmittag oder Samstag das Wetter noch bringt. Da können wir dann vielleicht da in den Umkreis noch ein bisschen herumfahren. Der nächste Tag war unerwartet friedlich und wir haben ausnahmsweise einmal nichts gemacht. Außer gekocht natürlich. Rindsrouladen, gefüllt mit Gemüse, Speck und dazu Erdäpfelrösti. Wir sitzen da gerade in einer schönen Bucht in der Nähe von Malinska und haben da jetzt sozusagen ein bisschen am Boot herum repariert. Das heißt, habe ich die Bilge sauber gemacht, ja, weil es war schon relativ notwendig. Es wird immer wieder dreckig und damit sich die Pumpen nicht verlegen. Am Vormittag hat es geregnet eigentlich. Jetzt ist schon Nachmittag und ein bisschen Südwind ist gekommen, denn hier kommt die nächste Kaltfront eigentlich daher. Man kann im Hintergrund sehen, wie es da bewölkt ist. Der Blick da nach oben ist Richtung Rijeka. Und weil ein bisschen Zeit ist, habe ich mir gedacht, wir machen vielleicht einmal eine Bootsführung. Ich habe mein Boot ja oder unser Boot ja schon gesehen, immer wieder auf den Videos, und habe mir gedacht, jetzt stelle ich mir vor, das Innenleben von diesem Boot. Und zu dem Zweck gehe ich jetzt einmal runter und werde euch zeigen, wie es unten ausschaut. Da herin sind wir jetzt mal im Salon. Das Boot hat einen sehr schönen, großen Salon. Da hinter mir ist die Navigationsecke. Da können wir uns mal den Salon vorher anschauen. Ja, das ist unsere Navigationsecke. Da habe ich die ganzen Hauptschalter im Originaldesign, oder sozusagen, das ist alles original von der Werft damals, spanische Werft Beliur, die das gemacht hat. Auch alles in Spanisch beschriftet. Ja, mein Navigationsnotebook haben wir da, was ich da verwende. Ich arbeite da mit OpenCPN. Und sehr gute Navigationssoftware eigentlich, und kann 1000 verschiedene Sachen, und ich brauche dafür ein Notebook halt, was am Meerbus angeschlossen ist, das die ganzen Daten eben empfängt, und ja, Notebooks kriegt man ja zu bekannten Preisen relativ günstig. Ein Kartenplotter in derselben Größe würde vermutlich das 5-6-fache kosten, zahlt sich überhaupt nicht aus. Kartenplotter kann weniger. Also habe ich sozusagen das mit dem Notebook her. Was ich da habe, ist ein Navtex. Das habe ich in irgendeinem Video, habe ich euch das einmal gezeigt. Ja, da kriege ich also Live-Daten herein von also Navigational Warnings und eben Weather Forecast. Kommt da per Mittelwelle einfach
ins Boot und man muss nicht irgendwo nachschauen. Funktioniert das auch, wenn man keinen Internetempfang hat. Das Boot ist ja ein klassischer Langkieler und der Motor ist in diesem Fall nicht hinten eingebaut wie bei den meisten Yachten, also unterm Cockpit, sondern ist im Boden eingebaut. Und das gehen wir uns einmal anschauen. Ein Dieselmotor mit 45 PS ist das und ich habe heute auch schon die Bilge eben gereinigt, habe ich schon gesagt, ja, damit das alles wieder schön sauber ist. Da hinten ist nämlich der Bilgesumpf, das können wir uns auch kurz anschauen. Ist nämlich da herinnen. Und da geht es schön tief weit runter, da sieht man die Propellerwelle in der Mitte. Und da auf der rechten Seite unten, also da unten ist der Bilgesumpf, da geht es noch einen guten Meter nach unten. Drei Bilgepumpen habe ich da herinnen, und zwar zwei elektrische, eine mit einem automatischen Schwimmerschalter, das ich einschalte. Dann habe ich eine zweite elektrische herinnen, die ich da manuell aktivieren kann. Und dann gibt es natürlich eine Handlenzpumpe, ist auch ganz klar, die endet auch da unten. Und die Bedienung ist eben draußen im Cockpit, wie das auch auf allen anderen Yachten ist, wie es auch vorgeschrieben ist. Dann gehen wir mal weiter nach vor und schauen uns die Galley an. Ja, Abwasch natürlich, eh klar. Da auf der Seite haben wir eben den Gasherd herinnen. Wir haben schon einiges gekocht, das habt ihr eh gesehen. Und in den Kasteln natürlich jede Menge Zeug, Teller herinnen und Glaseln und so weiter. Auf der Seite habe ich jede Menge Vorräte und Gewürze und so weiter. Und Kaffee, alles was man halt so braucht. Ja, da hervorne haben wir natürlich auch einen Kühlschrank. Ja, alles mögliche, was man braucht natürlich. Ja. Bier ist natürlich auch da. Ja, dann habe ich hier auf der Steuerbordseite gibt es noch eine Kabine, das ist eine Stockbettkabine. Da war ursprünglich war da ein Stockbett herinnen, das ist dann irgendwann einmal ausgebaut worden und wir haben das jetzt wieder eingebaut, damit wir doch genügend Schlafplätze auch für Gäste bekommen. Da gehen wir kurz mal reinschauen in das Kammerl. Ja, ganz normales Stockbett, wie das halt ausschaut. Ja, dann gehen wir ins Vorschiff gehen. Da gibt es einmal in der Mitte im Durchgang eine Nasszelle und ganz vorn eben eine ganz normale doppelte Bugkabine. Ja, da sind wir jetzt in unserer Nasszelle. Waschbecken und natürlich genügend Stauraum für alles Mögliche. Auf der anderen Seite gibt es hier natürlich auch ein klassisches See-WC. Hier auf dieser Seite ist noch eine Pumpe eingebaut. Das Boot hat nämlich einen Grauwassertank. Das gesamte Grauwasser, also sprich Waschbecken und Dusche, rinnt eben in diesen Tank hinein. Dadurch gibt es nicht noch ein extraes Seeventil. Insgesamt haben wir nur drei Seeventile an Bord und ist sozusagen daher besonders sicher eben, ja, weil keine Schläuche oder sonst was platzen können. Aber dafür muss man den Grauwassertank eben von Zeit zu Zeit auspumpen. Ja, und dann können wir weiter nach vorne schauen, noch in die Bugkabine, das schauen wir uns auch noch an. Eine sehr kleine, aber feine und sehr gemütliche Bugkabine. Und natürlich haben wir hier auf der oberen Seite auch eine Luke, wo man hinausschauen kann und immer sieht, ob das Wetter hoffentlich eh schön ist. Dann gehen wir wieder zurück in den Salon. Ja, und was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir gehen segeln, oder? Ja, okay. Das sagt das mit ein bisschen mehr Überzeugung. Ja. Okay, wir haben gar nicht. So, warte mal. Machen wir noch. So, ja, und was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir segeln. Ah, das ist eine gute Idee. Passt, machen wir.
An unserem letzten Tag haben wir noch einen kleinen Ausflug zu einem ganz besonderen Ort gemacht. Wir sind zum Haludovu Palace Hotel gegangen. Es ist vermutlich einer der berühmtesten Lost Places in ganz Europa, auf jeden Fall aber in Kroatien. Es wurde 1968 im damals kommunistischen Jugoslawien mit der Planung begonnen. Ziel war es, dem ziemlich desolaten Land dringend benötigte Devisen einzuspielen. Nach 4 Jahren Bauzeit wurde es 1971 eröffnet. Ein Jahr nach der Fertigstellung investierte Bob Guccione, der Gründer des Penthouse-Magazins, 45 Millionen US-Dollar, um einen 21-jährigen Pachtvertrag zu bekommen. Das Hotel konnte namhafte Gäste beherbergen, allerdings ging es trotzdem nach rund einem Jahr bankrott. Es wurde danach aber bis 1990 weitergeführt und funktionierte auch ohne den Penthouse-Stempel. Danach wurde es privatisiert und wurde von einigen Besitzern und Investoren zum nächsten weitergereicht. Die letzten Gäste sind im Jahr 2001 beherbergt worden. Seither steht es leer und ist dem Verfall preisgegeben. Sogar heute noch weisen Verkehrsschilder auf die Einfahrt zum Hotel. Es war eine schöne Woche mit verschiedenen Entdeckungen. Wer auf Lost Places steht, sollte unbedingt nach Malinska fahren und das Haludovu Hotel besuchen. Ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Im nächsten Video zeige ich euch dann Santorini in Griechenland. Viertens!